Hallo ihr Lieben, ich bin zurück mit meinem Project Life Album. Aufgrund der in letzter Zeit wenig vorhandenen Zeit habe ich mich dazu entschlossen, einfach alles fertig zu machen. Ich habe es in einem Livestream auf Instagram gemacht, aber es wird kein Process-Video dazu geben. Springen wir auch direkt schon rein. Ich habe 2 Wochen dokumentiert, das sind quasi die, mehr oder weniger, die ich im Urlaub verbracht habe. In der Woche sind wir zwar in Urlaub geflogen, aber ich habe es jetzt nicht in der Woche oder in dem Wochenspread dokumentiert und habe dann einfach Fotos genommen, die wir die Woche über so gemacht haben. Also hier ist eins meiner All-Time-Favorites und ich fand diese Karte so super schön passend. Die habe ich von Michaela bekommen und die und sonst habe ich eigentlich nur Felicity Jane Karten verwendet. Was mir sehr gut gefällt, ist hier unten auch dieser Spread und diese Chipboard Nummern, die waren bei dem letzten Felicity Jane Kit und die Sticker, die waren da auch dabei gewesen. Und ich habe natürlich jede Menge süße Fotos von Mila dokumentiert. Ist immer ein bisschen schwierig, nicht nur Fotos von Mila zu nehmen. Aber auch hier, da hat sie ihrem Papa im Büro geholfen, das fand ich so super süß. Und dann habe ich hier einfach Daily Routine. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier journale, aber es gibt eigentlich nicht so wirklich viel zu dieser Woche zu sagen oder zu den Bildern zu sagen, sodass ich das einfach so lassen werde. Also das hier gefällt mir eigentlich so von der Sache her sehr gut. Und dann ist die Urlaubswoche, also da gibt es ja auch das Mini-Album dazu. Die habe ich dokumentiert, KW35. Und weil es da einfach so viele schöne Fotos gab, habe ich hier so ein Layout gemacht. Hier noch ein Gruppenfoto genommen. Die Karte war eben, ich glaube, Juli-Kit oder Juni-Kit gewesen. Die hat natürlich dann gepasst. Diese coolen Alphabet-Sticker, die habe ich gehortet. Die sind auch von Felicity Jane. Und das hier, das weiß ich nicht, das war in irgendeinem Sticker-Sheet gewesen, das ich schon vor ewigen Zeiten gekauft habe. Ein Foto von Mila beim Fliegen. Und dann habe ich hier unten mein Journaling gemacht. Und dann hier noch das Acetate Piece, das war auch von Felicity Jane. Ich weiß jetzt aber nicht mehr so genau von welcher Kollektion. Und dann hier so ein 3D-Palme, die habe ich einfach nur am Rand abgeschnitten. Und hier unten halt Portugal 2017 hingeschrieben. Und dann habe ich noch die Woche 36 dokumentiert. Und das hier fand ich einfach schön, The Ocean is Calling. Und dann habe ich hier ein großes Foto, da habe ich dann auch die Woche drauf geschrieben. Also diese Alphabet-Sticker, die sind super schön. Manchmal bin ich echt traurig, dass ich nicht mehr davon kaufe, aber dann würde ich noch mehr horten. Ne? Und dann habe ich hier einfach mal diese 2x2 Projekthülle geholt, beziehungsweise die mit den ganz vielen 2x2 Fotos und habe dann hier aufgeschnitten die Fotos und habe dann halt immer hier irgendwie was dazu geschrieben und auch mal ein bisschen dekoriert. Finde ich eigentlich super schön. Werde ich, glaube ich, in Zukunft öfters machen, wenn ich halt mehr Fotos habe, die ich dokumentieren möchte. Und dann nach hier die Rückseite, das war quasi der zweite Teil der Woche, da habe ich dann auch nochmal das gleiche gemacht. Und ich finde wirklich, es ist super, super schön geworden. Wobei das hier ist, glaube ich, jetzt mittlerweile so mein Lieblingsspread von denen, die ich bisher so gemacht habe. Eigentlich gibt es auch nicht mehr jetzt zu der Woche hier zu sagen. Wie gesagt, leider halt ohne Process-Video, aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal mit euch teilen. Ja, wie immer hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen und würde mich über Likes und Kommentare freuen und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!